Hallo, wieder, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für diese letzte Woche, Monat Mai, für dich steht wieder, ja? Schauen wir mal zusammen. Uiuiui. Unter dem Deck, wieder haben wir zwei der Münzen. Ne? Zwei der Münzen wieder ist eine Energie, die mit Zweifel, also verbunden ist. Ich zweifle in einer Situation, ich bin mir nicht sicher, was soll ich hier machen? Also es könnte sogar wieder für eine Situation in deinem Leben, die sich wiederholt. Es könnte sogar für eine Person von deiner Vergangenheit, die wieder kommt. Eine Karte, wo man versucht, hier einen Balance zu finden. Ich versuche hier einen Balance zu finden in dieser Situation. Ja. Weil wir haben hier zwei Situationen irgendwie. Es kann mit Arbeit zu tun haben, es könnte mit Arbeit zu tun haben für manche. Aber man versucht hier einen Balance zu bekommen. Für manche sogar viel zu tun. Also vielleicht hat man wirklich alle Hände voll zu tun. Sehr beschäftigt, sehr viel zu tun, kann auch möglich sein. Die Sache ist, in dieser Karte sieht man schon ein Gefühl von, ich versuche, diese Situation in Balance zu bekommen, irgendwie schauen. Irgendwie schon. Also, schau mal hier. Wahnsinn, Wahnsinn, was für Karten gibt es nicht. Also Rat des Schicksals mit einer Königin der Münzen, Entschuldigung, Königin der Stäbe, Sternzeichen Löwe, wieder Schütze. Ich habe hier Sternzeichen Stier auch. Ich rede über einen Kompromiss, eine Person, die wieder tatsächlich zurückkommt. Ich rede hier über eine stolze Energie, unabhängig von den Sternzeichen jetzt. Wieder, ja, also, weil wir wissen, nicht alle Feuerelemente sind gleich. Also, es hat mehr mit der Energie von der Person. Aber auf jeden Fall reden wir hier schon von einer stolzen Energie, einer karmatischen Situation, einer Person, die sehr wahrscheinlich sogar für manche auch sehr sexuell ist, eine Person, die eine Versöhnung möchte. Aber hier sehe ich schon eine Person, die leidet, Nostalgie hat, eine Person, die vermisst. Eine Vergangenheit. Wieder. Also das kann für dich reden oder das kann sich spiegeln. Ja, es kann sich spiegeln auch. Also entweder bist du die Person, die irgendwie diese Situation in deinem Leben nochmals wieder zurückhaben möchtest, mit diese zwei der Münzen. Ja, weil du irgendwie eine Person sehr vermisst, sehr viel Nostalgie oder Gedanken, Erinnerungen für diese Person hast. Und sogar ein Gefühl hier von Leiden, Bereuen, also jemand bereut eine bestimmte Situation. Ich sehe hier diese Sache, ja. Also, wieder, schau mal hier. Wenn ich dir ehrlich bin, wieder, ich habe starke, komplizierte Karten. Starke, komplizierte Karten. Und das Gleiche habe ich bei Sternzeichen Löwe auch gehabt. Ja.
genau die gleiche komplizierte Karten, wenn ich dir ehrlich bin. Ich rede über eine Situation eigentlich, wieder, die bereits ein Ende hatte. Irgendwie. Eine Person, eine komplizierte Person, muss ich schon sagen. Nochmals, Feuerelement ist bei dir sehr stark zu sehen. Ja, eine komplizierte Person meldet sich diese letzte Woche Mai bei dir. Ich rede über, also wie du siehst, Luftelement, es kann Zwilling, Waage, Wassermann sein. Wieder, muss nicht. Es kann auch Feuerelement, wie wir gesehen haben. Aber ich würde sagen, diese Energie wieder, egal ob das jetzt Arbeit ist für dich, ob das Freunde sind, Familie, egal ob das ein Wunschpartner ist, du musst schauen, was das für dich so spricht. Aber die Sache ist, diese Energie fühlt sich kompliziert. Warum auch immer. Ich würde sagen, es ist eine Energie, die irgendwie immer wieder gekommen ist und gegangen ist. Also eine Energie, die tatsächlich nicht so ehrlich ist oder Interesse, also gewisse Strategie, gewisse Interesse zeigt. Eine Person, die lügt. Eine Person, die zwei Gesichter hat. Eine Manipulation sieht man hier. Ich sehe hier schon eine Strategie. Ich sehe schon Konflikte. Ne? Man sieht schon Konflikte, Eifersucht und Manipulation auch. Mit dieser Energie wieder wirst du die letzte Woche Mai zu tun haben. In irgendeiner Art und Weise spürt man in deiner Energie einen Zweifel. Es gibt Zweifel in Bezug auf jemand. Vielleicht sogar mehrere Beteiligten dabei, die in diese Situation involviert sind. Mein Gefühl ist, dass du dir diese ganze Situation von ganz, ganz, ganz weit dir anschauen wirst. Wenn ich dir ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass du überhaupt Lust auf diese gleiche Sache, auf diese gleiche Situation Lust hast. Glaube ich nicht. Weil du weißt schon, was hier mit dieser Person oder in dieser Situation schon bereits war. Ja. Also, man merkt, dieses Vertrauen ist nicht hier. Also, wenn du mich jetzt sagst, ja, kann ich vertrauen? Nein. Kann ich glauben? Nein. Also, soll ich wirklich mit dieser Person? Nein. Also, es ist egal, was du mich jetzt hier fragen möchtest, wieder, für mich ist ein deutliches Nein. Nein. Und ich weiß gar nicht, was das ist für dich. Weil jede Situation ist anders. Ich weiß nicht, was das für dich bedeuten kann. Aber dass das kompliziert sich fühlt, es fühlt sich kompliziert. Nicht leicht. Es fühlt sich mehr als eine Last. Es war mehr eine Last hier zu spüren. Ist eine Energie, die lügt. Ja? Also, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Deutlicher kann ich es dir nicht sagen. Also, wir reden hier über. Vorsichtig, vorsichtig, sage ich dir. Augenblick, bitte, wieder. Es ist sehr viel Luft, wie ich dir gesagt habe. Also Zwilling, Waage, Wassermann ist auch sehr stark zu sehen. Ne? Aber du hast ja gesehen auch Feuerelement auch. Die unendliche Geschichte wieder. Eh? Also kennst du die unendliche Geschichte? Weil das spricht genau diese Situation hier bei dir. Die unendliche Geschichte. Einen Zyklus, die nie richtig ein Ende hatte. Eh?
Unter dem Deck drei der Kelche. Wieder. Also die Nummer 3 zeigt sich hier, die Nummer 2. Möglicherweise gibt es sogar eine Energie, die alles manipulieren möchte, kontrollieren möchte. Mit wem du bist, wo du hingehst, was du machst. Ja, also es gibt hier so einen gewissen Kontrollthema und vorsichtig mit dieser Energie wieder. Und du wirst wissen, was das für dich heißt, aber es sieht nicht unbedingt gut aus. Ja? Drei der Kirche, eine dritte Person auch. Schau mal hier, in der Mitte von deiner Kartenlegung habe ich die Nummer 4 der Stäbe. Deutet auf Kompromisse. Ich sehe hier eine starke Anziehungskraft von einer Person. Wie ich dir gesagt habe, ich sehe hier eine Energie, die immer wieder kommt und geht. Weil diesen Ritter der Stäbe kann man nicht anhalten in Wirklichkeit. Diesen Ritter der Stäbe, wie du siehst, ist in ständiger Bewegung. Denn Ritter der Stäbe bewegt sich gerne von einer Seite zu der anderen, also ist gerne aktiv und ja, und möchte in Wirklichkeit keinen Kompromiss in Wirklichkeit. Und immer wieder kommt und geht. Wir haben hier eine starke sexuelle Energie wieder. Eine starke sexuelle Energie. Ja. Ich rede hier über einen Kompromiss. Also vier der Stäbe zeigt ja einen Kompromiss. Dass irgendwie einen Kompromiss sieht man hier. Es gab hier einen Kompromiss oder wie auch immer. Ja, aber diese Situation ist wirklich, diese starke Anziehungskraft ist auch zu spüren. Klar, du fragst dich tatsächlich, was willst du jetzt? Ne? So ungefähr. Was willst du jetzt? Was möchtest du? Was möchtest du jetzt wieder? Also schau mal bitte hier. Schau mal bitte hier wieder. Die schauen sich ja an. Diese zwei Energien schauen sich tatsächlich an. Ja. Für mich bist du diese fünfte Schwerter. Du schaust tatsächlich diesen siebten Schwerter und fragst das tatsächlich, was willst du jetzt wieder hier? Ja, ist das jetzt nicht genug gewesen? Also, was möchtest du tatsächlich hier? Ja, welche Lügen willst du mir wieder erzählen? Welche Lügen, was ist dann hier? Es gibt hier eine interessante Sache wieder. Und für jeder von euch spricht für eine andere Situation, aber hier gibt es Strategie. Das Wort wäre Strategie. Eine Strategie gibt es hier, eine Person, die manipuliert. Eine Manipulation ist hier. Eine Manipulation sieht man hier. In manchen Fällen nochmals, eine Person, die wieder zurückkommen möchte, ja, und vielleicht eine Entschuldigung abgeben möchte. Ich rede wieder über eine Situation, die jetzt viel Zeit, also sehr lang in der Zeit geht, wo man auch viel Geduld gehabt hat in diesem Kompromiss. Also, ich rede über Kompromisse. Und auch mehrere Personen in diese Situation bei dir involviert wieder. Ich rede Menschen vielleicht von der Familie, die irgendwie hier sich auch reinmischen wollen. Menschen, die irgendwie reden müssen, Meinungen geben müssen. Irgendeine Sache ist hier. Sogar Personen, die irgendwie über dich vielleicht reden oder hinter deinen Rücken reden. Ich habe hier keine ehrliche Situation, ehrlich gesagt.
Das geht schon sehr lang in der Zeit und man hat schon irgendwie viel Geduld gehabt. Das kann in der Familie sein, das kann aber auch in irgendwie in eine andere wichtige Kompromiss. Es kann sogar mit Arbeit zu tun haben. Es ist irgendwie, das Gefühl wäre hier wieder, dass ich diese Situation nicht vertrauen kann. Das zumindest ist die Energie, zeigt sich so, dass man hier eine si bestimmte Situation nicht vertrauen kann. Und wenn du das Gefühl auch selber hast, dann ist hier eine Bestätigung für dich. Ja, weil die Energie zeigt sich tatsächlich so. Ich kann gewisse Menschen nicht vertrauen. Diese Menschen können entweder mit der Arbeit zu tun haben oder mit der Familie zu tun haben. Weil hier habe ich drei der Münzen. Das ist eine Behörde oder ein Haus hier. Du siehst ja, ein Haus, eine Behörde, eine Sache, wo man jetzt viel Geduld gehabt hat in dieser Situation und irgendwie gewisse Sachen sieht man hier. Ne? Die Nummer drei sehe ich hier auch. Nummer drei, drei. Vielleicht ist wichtig für dich diese Nummer. Eine dritte Person. Ja, ich weiß nicht, ob ich das vorher jetzt gezeigt habe, aber schau mal, Ritter der Stäbe, der Narr und Sendestäbe. Diese Person, die irgendwie sich so frei fühlt und immer wieder kommt und geht, gar keine Kompromisse möchte in Wirklichkeit. Ja, also ich möchte in Wirklichkeit gar keine Kompromisse. Eine Energie, die sich sehr kompliziert fühlt. Es ist wirklich kompliziert, diese Energie. Ja. Sternzeichen Wassermann auch zu sehen, aber wie gesagt, Zwilling, Waage kann auch möglich sein. Oder Feuerelement, du siehst ja. Aber die Sache ist, es gibt wieder, es gibt wirklich eine Person, die überhaupt gar keinen Kompromiss möchte. Es ist nicht wahr. Diese Person möchte gar keinen Kompromiss. Diese Person kommt und geht. Ja, eine komplizierte Energie und eine sehr sexuelle Energie, würde ich schon sagen. Ja, das denke ich schon. Wieder, diese ist die Energie, die ich für dich habe. Keine reife Energie. Ich spüre hier nicht eine reife Energie. Ich habe in deiner Legung nicht mal einen König oder eine Königin. Ich habe in deiner Legung überhaupt nur Puppen. Also ich habe hier ein Puppe der Stäbe, Puppe der Münzen oder Ritter der Stäbe. Ich habe hier keine ernste Energie, wenn ich dir ehrlich bin. Es zeigt sich hier keine ernste Sache. Ich sehe hier mehr, wie ich es dir erklärt habe, eine komplizierte Situation, die entweder mit mehreren Personen zu tun haben, die mit der Arbeit auch zu tun haben könnte, mit gewissen Strategien, Manipulation, Lügen und Eifersucht, Neid ist auch hier zu spüren. Und du merkst die Energie, ja, was ich dir sagen möchte. Das spricht nämlich für die letzte Woche Mai, ja? Für dich. Wieder, das ist das, was ich sehe. Ich bin sprachlos, genauso wie du. Mit dieser Energie bin sehr sprachlos. Bei Sternzeichen Löwe, wie gesagt, kam auch eine extreme komplizierte Energie. Ich weiß nicht, ob du eine Verbindung hast mit Löwe. Ich meine, ich sehe hier keine Verbindung zwischen euch jetzt so gesagt, ne? Aber ich sehe schon eine. Auch genau eine so komplizierte Sache. Und wenn ich dir ehrlich bin, wenn du mich fragst, ich denke, du wirst dir diese ganze Situation von weit anschauen. Du schaust dir diese Sache von weit und bleibst tatsächlich auf der Distanz. Du distanzierst dich von dieser Situation und gehst. Und du gehst. Egal wie kompliziert das ist, aber du gehst. Und ja, wieder, also ich kann es dir nicht anders sagen, geh tatsächlich, entferne dich, distanziere dich von dieser Energie.
Natürlich sehe ich sehr viel Luftelement hier, was auch mit, wie gesagt, Luftelement, Waage, Wassermann, Zwilling zu tun haben könnte. Aber die Sache ist, Gedanken sind da, meine ich jetzt. Also viel mit den Gedanken sehe ich hier. Viele Gedanken. Ja, also vielleicht einfach diese Gedanken auch umwandeln, in positive Gedanken umwandeln wieder, würde dir sehr viel helfen. Wenn du weißt, dass diese Energie sich so fühlt, versuche das in positive Gedanken umzuwandeln. Egal wie kompliziert dir das vorkommt, mach das. Damit zumindest deine Vibration, deine Energie nicht so negativ bleibt. Ja? Und entferne dich einfach von Menschen. Entferne dich von Menschen, distanziere dich von Menschen. Gebe diese Macht anderen Menschen nicht von deinen Gefühlen, von deinen Emotionen, von deinen Gedanken. Ja? Gebe niemanden diese Macht. Diese Macht darfst nur du haben. Diese Schlüssel von deinen Emotionen, deine Gedanken darf nur du haben. Kontrolliere du das auch. Ja? Kontrolliere du das auch. Ja? Ich empfehle dir der Film Das Geheimnis, ja, The Secret, dass du dir diesen Film anschaust. Es spricht viel für die Gedanken und das hilft sehr. Es ist sehr, ja, und ich spüre hier, die Gedanken sind hier auch sehr stark, aber nicht nur. Ich denke, du hast schon Gründe. Die Intuition spricht mit dir wieder. Deine Intuition, deine innere Stimme spricht mit dir. Du vertraust eine bestimmte Person oder sogar mehrere Personen, eine Gruppe von Menschen nicht mehr. Und irgendwie hast du sehr wahrscheinlich sogar recht. Ja. Weißt du, was ich meine? Du hast ja recht, warum du diese Energie nicht vertraust. Weil deine innere Stimme spricht mit dir. Ja. Also wenn du dieses Gefühl hast von, ich fühle mich nicht wohl, in der Nähe von dieser Person, ja, ich fühle mich nicht wohl, in dieser Nähe. Weißt du, was ich meine? Wenn du dieses Gefühl bekommst, ist, weil deine innere Stimme mit dir spricht und dir sagen möchte, ja klar, du fühlst dich nicht wohl, weil diese Energie nicht mit der Wahrheit geht. Diese Person geht nicht mit der Wahrheit. Es fehlt hier eine Ehrlichkeit. Deswegen fühlst du dich so, so durcheinander und so richtig, ja, es ist nicht umsonst wieder. Es ist nicht umsonst. Ja. Also lasse dich durch deine innere Stimme führen, ja, weil du irrst dich nicht. Irgendetwas ist hier. Und du weißt das auch. Und ja, eine sexuelle Energie sehe ich hier schon, ja. Sicher. Diese Person möchte mit dir bestimmt ins Bett gehen. Sicher. Also da bin ich mir sicher. Ich meine, es macht nichts. Es ist ja auch kein Problem. Aber man muss schon schauen, was die Person in Wirklichkeit noch dazu was möchte. Ja? Also komplizierte Energie wieder, muss ich dir ehrlich sein. Und ich hole die Karten nicht raus. Die Karten kommen, wie die kommen. Also ich entscheide nicht, welche Karte ich nehme. Also die Karten, die Energie zeigt sich, wie sie es zeigt. Und du siehst ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche, letzte Woche Mai. Ja? Pass auf dich auf, weil du weißt ganz genau, wie du das machen kannst. Du weißt das ganz genau. Ja? Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche, einen schönen Tag. Danke für deine Likes und deine Abos. Wieder, vielen Dank. Und ich bin bald mit Juni-Legungen dabei. Wir schauen mal, wie die Energie sich für dich so zeigt. Und ich bin ziemlich gespannt. Dankeschön und einen schönen Tag. Danke wieder. Tschüss.